Hallo mein kleiner Edelnerds und herzlich willkommen zu einem kleinen Opening. Ich habe hier ein Legendary Eye, ich habe hier ein Like a Dark Eye und ich habe gerade irgendwie ein ziemlich gutes Gefühl. Mir kribbelt so ein bisschen in den Fingern. Ich habe hier auch noch ein paar kleine andere Eier. Also wenn wir das mal zusammenzählen, sind das 15, 16, 17, 18, 19. Ja, das sind eigentlich fast zwei Packs, die wir normalerweise öffnen würden. Von daher dachte ich mir, okay, ich öffne das. Viel mehr Platz habe ich, glaube ich, sowieso nicht im Inventar. Erstmal machen wir die ganz kleinen hier auf. Das ist eigentlich, ja, Trash und so. Normalerweise öffne ich das immer instant, aber ich dachte mir, okay, das kann ich auch mal hier im Opening erstmal mit direkt aufmachen. Mandeland, ja, kann man normalerweise in den Himmelsfälle farmen. Ist für mich eigentlich ein recht uninteressantes Monster, von daher gehe ich mal darauf nicht weiter ein. Pilzi, ja, kann man direkt freilassen. Das ist eigentlich so Zeugs, um Gold zu bekommen oder halt irgendwelche Früchte. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas Interessantes rausbekomme. Ich dachte erst, es wäre irgendwie so, ja, was anderes. Ich will wieder Pilzi. Gut, fangen wir mit den Feuerdinger hier, also mit den elementaren Eiern an. Wir haben auch noch in der Arena, genau, in der Liga haben wir auch noch ein paar, da können wir das auch gleich nochmal machen. Das mache ich gleich, Moment, so. 20.000 kostet das schon, frage ich mich, warum das halt teuer ist hier. Klar, das ist nur, okay, Variant, also alternativ, läuft, brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe vorbei. Ja doch, ich habe, glaube ich, Wasser noch in alternativ. Oh, Ziegler. So, jetzt machen wir erst noch die Liga-Sachen. Moment, 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 Moment. So, da. Das Ei habe ich schon geöffnet. Ja, war auch nichts Interessantes drin. Das sind jetzt insgesamt 450, die wir hier noch ausgeben. Die 900 sind mir zu teuer, die gebe ich nicht aus. So. Schauen wir mal. Ich habe die ganze Zeit gerade geskippt, ne? Ich Idiot. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Interessantes noch hier. Frog, ne? Ist nicht so interessant. Machen wir mit dem Wasser weiter. Na? Bling? Noch ein? Nö. Wäre ja auch zu cool, wenn ich jetzt hier irgendwas Tolles bekommen würde. So, bei Wut. Ja, Wut könnten wir vielleicht noch ein Net 5 vertragen. Da haben wir ja nur Arthur. Bei Feuer haben wir mittlerweile zwei schon. Ne, wäre ja auch zu schön gewesen. Also, Net 4 wäre schon schön gewesen, aber gut, diese Woche nicht. Das werden wir wahrscheinlich jede Woche einmal machen. Da werde ich mir den hier auch immer aufheben. Das sind halt 100, die ich mir hier immer ja, ausgebe. Jetzt habe ich noch 500. Man kriegt die eigentlich halt recht schnell zusammengefarmt. Ne? Also ich bin eigentlich immer im Plus hier. Gut, das war's mit Dün. Dann machen wir jetzt, na komm, weiter zurück. Machen wir mit den hohen Eiern hier weiter. Na, so. Und danach machen wir erst das Like in Dark Eye auf und dann erst das Legendary. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da ja was Interessantes raus. Also ich bin auf jeden Fall auf das Legendary gespannt. Bei den 4-Sterne-Monster hätte ich natürlich jetzt erstmal gerne, also bei dem Legendary hätte ich gerne noch Wildfang raus, damit ich mein Feuerwildfang schon auf Evo 2 machen kann. Oder aber halt Wasser-Yuki. Ich hätte die gerne noch als Zepperin. Ich möchte mir so ein schönes Zep-Team aufbauen und da ist Wasser-Yuki auf jeden Fall so mein Favorite mit, die ich haben will. Ich denke mal, aus den hohen Eiern werden wir hier nichts Tolles kriegen. Bev alternativ, ja. Wir werden die Alternativen mal alle aufheben und werden wir dann in die Rebirth reinmachen. Bev in die Rebirth, aha. So. Na, wieder nix Dickes, wieder nur 3 Sterne. Mona, na, meine gut, Mona ist mittlerweile Evo 3. Ich brauche keine Mona. Bei 3 Sterne brauche ich tatsächlich erstmal nur noch, sage ich mal, die Wutsirenen und Coco. Also Wasser-Coco auf jeden Fall noch. Oder halt die Wut-Cocos, um in Wasser-Coco fuden zu können. Um die Fusion jetzt weiter voranzutreiben. Da konzentriere ich mich jetzt nebenbei noch mit drauf. Jellies brauche ich auch nicht mehr. Da habe ich auch alles auf Evo 3. Ich könnte mir eventuell noch Feuer Jedi auch hochziehen, ist eigentlich auch noch zu gebrauchen, aber naja, interessant ist natürlich halt nur Licht und Dark Jedi und die habe ich beide mittlerweile oben auf Evo 3 auch schon 5 Sterne bis auf Licht Jedi, da muss ich halt noch farmen. Ah, wir kriegen hier echt nichts alles draus, Alter. Ich hätte echt gedacht, dass wir ein bisschen mehr rauskriegen. Das nächste Opening bei mir wird dann auf jeden Fall ein bisschen jetzt länger dauern, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen was sparen.
Weiß nicht, so 50 Eier eventuell oder ja, Coco ist gut. Oder vielleicht sogar mehr, mal gucken, vielleicht habe ich bis dahin auch ein bisschen mehr Legendary und Black and Dark, Light and Dark dabei. Mal gucken, ich habe jetzt nur eins, ist halt nicht so viel jetzt, ne? Also, bisschen enttäuschend. Ja, Seestern Wasser ist eigentlich auch ziemlich gut zum Seppen, ne? Muss man ja nochmal genau angucken. Was ich gleich noch sagen möchte, ist, dass ihr gerne, wenn ihr möchtet, mir eine E-Mail schreiben könnt. Ups. Da könnt ihr einmal kurz in die Videobeschreibung gucken. Da steht die E-Mail-Adresse, wo ihr mir hinschreiben könnt. Wenn ihr möchtet, dass ich für euch auch noch öffne. Weil dann können wir viel, 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 viel mehr Openings hier auf dem Kanal zeigen. Was ich natürlich auch gerne möchte. Ich kann halt aber nicht die ganze Zeit bei mir zeigen. Ne? Weil ich zeige jetzt wieder nur eine kleine Menge hier bei mir. Und das würde halt immer so bei mir aussehen. Ne? Umso öfter ich was rausbringen müsste oder sollte, umso kleiner würden halt. Oh, Wasserkocher. Gut. Umso kleiner würden halt die ganzen Openings auch ausschauen bei mir. Und ja, da würden wahrscheinlich auch nix Dickes bei rauskommen. So, kriegen wir hier wenigstens nicht einen einzigen Net voraus. Okay, aus. Wie viel waren das? 14, 18? Hi, keine Ahnung. Please, gib mir hier ein Net vor. Ich möchte kein Pferd. Ja? Okay, please, gib mir kein Pferd. Gib mir Net vor. Egal welchen. Wobei, Licht Victoria möchte ich nicht unbedingt haben, aber. Okay. Und. Ich krieg ein Pferd. Das Spiel mag mich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Ich habe in letzter Zeit nur noch Pech in diesem Spiel. Ich kann man gebrauchen, ja, aber ich mag ihn so an sich nicht. Also ich würde ihn halt nirgends, glaube ich, gebrauchen. Okay, schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Ich guck weg. Ich gucke jetzt überhaupt nicht hin. Ich habe da echt Angst, dass da so richtig Scheiße rauskommt. So, guck ich mal. Okay, Wassercupid. Ja, okay. Also ist halt nicht so scheiße, ne? Zieht den Fähigkeitsbalken runter und kann halt die negativen Effekte runterziehen, aber ist halt wirklich selten zu gebrauchen. Von daher könnte ich theoretisch in mein Feuer-Cupid reinmachen. Na, muss ich mal schauen, muss ich mal schauen. Gut, das war's dann auch schon. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass ich für euch beschwöre. Und also es ist halt zwar ein bisschen heikel bei diesem System, Account-System, sage ich mal, weil man natürlich, also wenn ihr über Facebook angemeldet seid, müsst ihr mir natürlich Facebook-Daten geben. Einige sind da natürlich sehr vorsichtig, was ich natürlich auch sehr gut finde wegen privaten Daten und so, ne? Also die meisten, die über Facebook anmelden, die da sind ja die ganzen privaten Daten natürlich, ne? Ich bin sehr, sehr, sehr großer Fan von Datenschutz. Von daher kann ich es natürlich nachvollziehen, wenn die meisten sagen, nee, ne? Also ich würde zwar gerne, aber ich möchte nicht meine Daten rausgeben. Bei Google, also bei Gmail ist es eigentlich fast genau dasselbe, weil man meistens auch da den richtigen Namen angibt und alles. Von daher kann ich es auch da nachvollziehen, wenn einige sagen, nee, möchte ich nicht, ne? Bei einem habe ich schon gemacht, finde ich super. Also bei einigen weiß ich halt mittlerweile die Namen, aber es ist ja nicht so, dass ich sie ja preisgebe, ne? Also wenn ihr mir vertraut, mir die Daten gebt, ist ja nicht so, dass ich mir die alle aufschreibe und an irgendwelchen Firmen verkaufe. Hier, pass auf, ich habe diesen Namen, so und so ist seine E-Mail-Adresse, so heißt er auf Facebook oder beziehungsweise so kannst du ihn auf Facebook finden, stalk ihn mal ein bisschen, ne? Also so ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass ich da jetzt die ganzen Daten weitergebe. Von daher, wenn ihr möchtet, dass ich für euch beschwöre, dann einfach mal in die Videobeschreibung gucken, da ist die E-Mail, wo ihr mir hinschreiben könnt, mir die Daten einfach geben, schreibt einfach rein, was ihr haben möchtet, was ich öffnen darf, falls kein Platz sein sollte, beziehungsweise nicht genügend Platz sein sollte, noch reinschreiben, was ich dann rebirthen dürfte, also Beth zum Beispiel oder Mona oder was weiß ich, ne? Und. Also ich denke mal, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, von daher würde ich mich freuen, wenn auf jeden Fall ein paar Leute was schreiben würden, ja, und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.